Hallihallo, kurzer Hinweis. Python bietet die Möglichkeit, Shell-Commands abzufangen, zum Beispiel mit Quote. Aber Vorsicht, ich benutze lieber Subprozess popen. Warum Quote nicht? Ich habe so ein kleines Python-Skript geschrieben als Demo. Erstens, Quote, ne, so in Anführungszeichen erzwingen, könnte man das so nennen. Quote gibt es seit Python 3 in dem Modul ShellEx und im Python 2 in Pipes. Gut, das kann man im Kopf der Python-Datei überprüfen. Was bin ich denn jetzt? Python 3 oder Python 2? Gut, damit wäre Quote auf jeden Fall importiert ohne Fehler. Gut, wir wollen jetzt also den Befehl OS-System abfangen, das in Message ein Shell-Kommando injiziert wird. Hier zum Beispiel erstmal eine harmlose Mitteilung. Das ist das, was der Programmierer sich gedacht hat. Hello World sagen eSpeak, Anführungszeichen, Hello World, wieder ein Anführungszeichen, das machen wir als erstes. Da passiert dann nichts. Ne? So, gehen wir mal Python und jetzt die Testdatei gestartet. Hello World. Hello World. Python 3 kompatibel ist es auch. Hello World. Gut, eSpeak ist installiert, es geht. So, wäre der Text aber nicht so fest verdrahtet wie hier, sondern würde von einem Benutzer abgefragt und der Benutzer könnte zum Beispiel diesen Text frei eingeben. Habe ich hier natürlich jetzt auch erstmal fest eingegeben, aber ihr wisst, was ich meine. Das könnte ein Dateiname sein oder irgendeine Meldung, die ausgegeben wird. Würde hier ein Shell-Kommando injiziert, ja? Haben wir gelernt im letzten Video, mit Semikolons kann man da einiges treiben. Datei speichern. Gut, jetzt erstmal lasse ich das Ding noch ungepatcht. Einfach wieder dieselbe Meldung, eSpeak, Anführungszeichen, die Message eingefügt. Und wieder Anführungszeichen, das führt dazu, dass das Shell-Kommando injiziert wird, weil dieses Anführungszeichen abbricht. Ja, und da kommt das Semikolon, OS-System führt es aus. Wer das nicht kapiert hat, schnell nochmal das andere Video gucken. Und wir stellen fest, hier kommt die X-Message als Beweis, das Shell-Kommando wurde injiziert. Okay. Okay, so, unter Python 3 dasselbe Spielchen. Das Shell-Kommando wurde injiziert. So, und jetzt käme jemand auf die Idee. Ja? Ich blende das mal aus und nehme jetzt das mal rein. Einfach durch Quote, ne? Durch das Modul Quote, entweder von Shellex oder Pipe, das Problem zu lösen. Quote liest man dann. Wenn man so eine Mitteilung dann in Anführungszeichen erzwingt, kann nichts mehr passieren. Aber nicht immer. Ne? Das hier ist zum Beispiel jetzt verkehrt. Aber ist das gut? Wir zeigen jetzt nochmal Python. Also ich habe die Datei gespeichert, geändert. Und das Shell-Kommando wird immer noch injiziert. Ja? Und natürlich auch unter Python 3. Es wird immer noch injiziert. Ja, warum das denn? Ich habe doch jetzt in Quote. Und Quote liest man dann, wenn man Quote macht, passiert nichts mehr. Das ist aber verkehrt. Nun, Quote so angewendet ist falsch. Weil Quote macht natürlich in Anführungszeichen, was denn die Message, aber die hat sowieso Anführungszeichen und freut sich drüber. Ja? Das wollten wir sowieso als Hacker. Ne? Und wenn man diese Anführungszeichen dann drin lässt, dann benutzen wieder diese Anführungszeichen diese zum Abbrechen und dann wird das Kommando immer noch injiziert. Wenn Quote, da war richtig Quote. Ja? So ist Quote richtig dann. Ja, also hier sind die Anführungszeichen hinter dem Wort eSpeak in dem Fall nicht mehr und auch hier hinten, das hier ist weggelassen. Das führt jetzt dazu, eSpeak, ja, und dann wird die Mitteilung insgesamt in Anführungszeichen auch nochmal gesetzt, ja, insgesamt. Und dann passiert das mit dem Abbrechen nicht mehr. Hier ist ja noch kein anderes Anführungszeichen mehr, das mir die ganze Sache wieder aushebelt, ja, speichern. Und dann ist das gut. Tja, das wäre Ihr Shell-Command gewesen, aber wird jetzt von eSpeak vorgelesen, wie es sein soll. Also hier wäre der Bug behoben.
wenn, dann, so, ja, und nicht anerst, ja. Also nicht die Anführungszeichen noch drin lassen und dann Quote, ne? Dann bringt das nämlich gar nichts. Nur so Quote bringt was. Ich bevorzuge Subprozess P-Open, auch wenn es ein bisschen komplizierter anzuwenden ist, wegen der enthaltenen Umgebungsvariablen. Gut, haben wir gelernt. Es gibt natürlich nicht nur OS System, das das Problem hat. Es gibt auch noch andere Probleme mit Commands, ja, Commands Get Status und Commands Get Status Output haben das gleiche Problem mit Shell Command Injection. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Wenn Quote, dann richtig Quote. Wenn ihr für mich quoten wollt, dann Daumen hoch. Oh, ganz selten, dass ich mal um Quotes bitte. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Next message is if a shell command.